So, willkommen im dritten Krankenhaus meinerseits. Schauen hier gerade, was. Ja. Hey, kannst du so rüber? So rüber? Da kann man die Häuser alle abkaufen. Okay. Diana Denkhardt hat uns für fröhliche Phrasen für freudige Freidenker folgenden tiefschürfenden Spruch geschickt. Vergiss nie, dass du stark bist und geliebt wirst. Wir brauchen das dann. Lernen bedeutet, und dass schlechte Dinge nicht ohne Grund geschehen und gute denen zuteil werden, die warten können. Sehr tief geschürft, Diana. Wirklich sehr tief. Ein Snackautomat. Tränkeautomat. Zwar. Feuerlöscher machen wir im Eingang. Den Ständer einmal links, rechts. So, Zimmer. Wir brauchen eine Arztpraxis. Wir brauchen noch eine Arztpraxis. Weil wir wollen ein erfolgreiches Dings haben. Da. Dings hängen. Wir brauchen eine Apotheke. Mit einem Medikamentenmixer von einer Tür. Wir brauchen gleich meine Dings. Okay. Übertrieben, aber ist egal. Wir brauchen für die Mitarbeiter was Gutes. Gut. Wir haben das. Wir brauchen eine Kardiologie. Ja, wir brauchen anscheinend eh nicht. Gut, wir brauchen eine Psychiatrie. Wie gesagt, das mit dem Zimmer, wir machen das. Wir kriegen das dann noch irgendwann hin. Wir machen sich im Schnelldurchlauf, hätte ich jetzt nicht gesagt, aber brauchen da jetzt nichts Großartiges. Handtuchtrockner, Waschbecken, Ende Gelände. So, eine Entleuchtungsdinge brauchen wir. So. Wir machen Feuerlöscher, aber das ist schon ein großes Ding. So. Und eine Station.
Reicht mit zwei Betten auf jeden Fall einmal. Gut. Legen wir los, meine Damen und Herren. Freut, dass ich schon ein bisschen Meckel krieg. Wichtige Durchsage. Es geht schon wieder los. Jetzt neu bei Bungle. Taschenuhren sind ein Relikt der Vergangenheit. Denn die Zeit ist reif für Raketenuhren. Bungles Raketenuhren schwirren ihnen um den Kopf, damit sie immer wissen, wie spät es ist. Kaufen Sie heute eine Bungle-Raketenuhr. Und die Zeit vergeht raketenschnell. Das ist Radio Two Point. Verstehe. Okay, so können wir das machen. Ah, der hat die Clown-Krankheit. Das sehen wir, glaube ich. Der hat die Clown-Krankheit. Ah ja, kann man jetzt machen. So, eigentlich Medikamentenmixer könnten wir dann auch upgraden. Mit unserem Hausmeister machen. Ansonsten, ja, haben wir das jetzt schon ziemlich schön eingerichtet. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Er kommt. 16 Tagen kommt die nächste Bewerbung. Müssen wir eh alles nehmen. Und dort verfügbar. Den Clown können wir nicht behandeln, weil ich habe einfach kein Zimmer für ihn. Leider nicht. Wenn wir den ausgebildet haben, dann haben wir den Zirkus-Dings frei, sehe ich gerade. Und das heißt,
Geld ausgeben. Guck mal, wie teuer uns das kommt. Das ist ein Raum. Durch Erbrochenes. Ui. So, das ist mein Sonic Doktor. Gut, kann mit. Hört Harrison Wolf. Auf Radio Two Point. Ihr hört Harrison Wolf, die einsame Stimme der Vernunft. Und ich bin hier, um all euch wachsamen Zuhörern da draußen die Wahrheit zu verkünden. Öffnet eure Augen und Ohren und findet heraus, was wirklich vor sich geht. Aber zuerst Musik. Das brauchen wir. Schnute. Jetzt kommt die Pflanzmittel zur Nagel, das sehe ich. Auf Schmerz entdeckt, ja. Krankenpfleger wird benötigt. Achtung, das Wasserlassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus ist nicht gestattet. Gut, aber ich habe das im Griff. Ich habe das im Griff schon langsam. Und wie ist das jetzt mit den Mitarbeitern, das... Ja, das ist was Neues. Pflanzen benötigen Wasser. Ich finde auch sehr wichtig, dass sie uns sagt, dass Pflanzen Wasser brauchen, weil sonst wüssten wir das ja gar nicht. Aber danke, Ulieb. Annahme und Ausgaben. Easy Scan, das ist der da. Schaue ich hier nicht. Vergessen, schaue ich nicht. Die Mittel nicht dazu. Ja, ganz klar, du kriegst eine Beförderung. Du bist der Beste und deswegen kriegst du eine Beförderung. Keine Ahnung, was du machst eigentlich. Aber ich brauch's für die Aufgabe. Einen müsste ich dann noch befördern. Frage mich jetzt nur. Ah, da ist ein Eingang und da ist ein Eingang. Und da ist ein Eingang. Okay, das kann man dann x-beliebig verbinden. Psychiatrie-Notfall. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. Thank you.
Der Gesundheitsinspektor kommt in ein paar Tagen. Na, was soll denn der hier machen? Haben wir alles im Griff? Ist er das? So. Ah, das ist er gar nicht. Blödsinn. Brauche auf jeden Fall noch einen Hausmeister, sehe ich gerade. Der Gesundheitsinspektor ist unterwegs. Bitte sehen Sie gesund aus. Okay, ja, kann man so machen. Gesundheitsinspektor ist unterwegs. Bitte sehen Sie gesund aus. Machen ihn Dr. Brandon Eimer, Chefarzt. Mit ihm wird es gestartet hier. Wir hätten zu viele Aufnahmen, sehe ich. Angefangen, meine früheren Leben zu erkunden. Ich habe versucht, mich mit Pendeln und Uhren zu hypnotisieren. Aber der Klang meiner eigenen Stimme scheint am besten zu funktionieren. Ich sage eine Sache und eine andere. Und dann sage ich eine Sache und eine andere. Ja. Das macht mir manchmal Angst. Sind jetzt auch alle hypnotisiert? So, der wollte uns hypnotisieren. Ein Arzt oder Pfarrer bitte? Ein Arzt bitte? Bin ich Ärzte? Sehr schön. Ich glaube auch nicht, dass wir kommen jetzt schon noch ins Plus. Ärzte Problem. Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Glückwunsch, ich raus, wurde gewonnen. Two Point mit einem Stab, ihr habt langsam Dreh raus, ich sehe. Und wieder ein neuer Tag in Two Point County, an dem Studenten. Aber jetzt haben wir wieder einen Stern. Angewandte Medizin auf lebende, atmende Patienten losgelassen werden, um ihr Wissen in der Praxis zu testen. All diese angehenden Ärzte möchte ich hiermit daran erinnern, dass das Wiederankleben bei Köpfen versehentlich enthaupteter Patienten-Dummies zwar sehr gut funktioniert, im wirklichen Leben aber gewisse Probleme mit sich bringt. In Tumble verirrt man sich fast so leicht, wie man plötzlich auf dem Boden liegt. Deswegen empfehlen die Behörden nur erfahrenen Kletter- und Wanderfreunden, diese wunderschöne Region von Two Point County aufzusuchen. Oder eben alternativ Menschen mit einer guten Versicherung. Und der Rest von uns muss sich mit Postkarten begnügen. Sandbox, freies Spiel, freigeschaltet. Ich glaube, ich werde mir den mal anschauen. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ah, wir haben noch einen Brief bekommen. Remix oder Remix? Passt. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben jetzt schon das
vierte, 1, 2, 3. Das dritte erfolgreiche Krankenhaus aufgebaut. Ein paar würden uns hier noch fehlen. Vielleicht machen wir auch hier weiter. Mal schauen. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein, macht's gut und ciao.